Ja, hallo und zurück. Im zweiten Teil dieser Vorlesung möchte ich die Abgrenzung der Antarktis diskutieren und die Unterschiede nochmal zur Arktis. Zum Ersten, dies zeigt einen Größenvergleich des antarktischen Kontinents im Vergleich zu Europa. Und wie man hier sehen kann, ist ganz Europa drin, inkludiert in der Antarktis, inklusive Island und noch mehr. Es gibt noch mehr Raum dafür. Also das zeigt einfach mal die Dimension der Antarktis, die ist einfach riesig. Im Folgenden nochmal ein Überblick über die Dimension der Antarktis und zur Abgrenzung die 66-Grad-Linie, die ungefähr hier verläuft, dieser Südpolarkreis. Das heißt, fast der ganze Kontinent liegt innerhalb dieses 66-Grad-Linie. Kreises. Während es ja in der Arktis problematisch war, diese Definition durchzuführen, ist es hier sehr viel einfacher, zum Beispiel, weil die Antarktis eben fast ausschließlich drin liegt. Es wird unterteilt zwischen die Westantarktis und die Ostantarktis. Dann gibt es hier noch zum Beispiel unterschiedliche Pole, die gezeigt werden, die magnetischen Pole, also 2006 und 2009 und 1909. Also hier sieht man auch sehr schön, wie weit diese magnetischen Pole wandern. Des Weiteren wird gezeigt der Pol der Unzulänglichkeit. Das ist auch eine interessante Definition. Das ist der Pol der Unzulänglichkeit. Das ist die maximale Entfernung zunächst gelegenen Küste. Und der ist jetzt hier mit zentralen Teil der Ostantarktis. Ja, was gibt es hier noch zu erkennen? Es gibt die antarktische Konvergenz, also das ist auch dieser Ringstrom, dieser kalte Ringstrom, der um die Antarktis läuft. Und es gibt ja auch die 10-Jahr-Isotherme im Januar, die aber auch sehr radial verläuft. Und im Vergleich zur Arktis hatte ich ja gezeigt, dass in der Arktis die 10 Grad Isotherme sich teilweise sehr ausbeult aufgrund dieser Warm Water Currents, zum Beispiel dieser warmen Wassermassen, die sich an Westeuropa weiter Richtung Spitzbergen bewegen und dementsprechend sehr viel Wärme transportieren und dementsprechend auch die 10 Grad Isotherme verschieben. Die Antarktis enthält die Ice Sheet Masses, also diesen Teil, dieser weiße Teil hier. Dann gibt es Gebirge, von denen ich gleich auch noch ein paar Bilder zeige, die also aus diesem Eismantel teilweise herausgucken. Dann gibt es Ice Shelves, also die sich dann vom antarktischen Eisrand als Ice Shelves weiter bewegen. Und es gibt diesen Zirkumpolarstrom. Alles das ist in der Antarktis inkludiert. Ja, im Vergleich zu dem arktischen Temperaturen, die ich ja gezeigt habe, sind hier nochmal die antarktischen Wassertemperaturen, immer Oberflächentemperaturen gezeigt. Die 10 Grad Isotherme verläuft hier ungefähr. Und ja, allgemein sehr interessant, natürlich das Wasser ist 0 Grad bzw. unter 0 Grad hier, gerade an den Eisschelfrändern hier sind es Minusgrade. Aber auch, wie gesagt, im Vergleich zur Arktis ist es hier diese Temperaturen und die Gradienten der Temperaturen sind sehr konzentrisch. Und genau das haben wir in der Arktis nicht, wo wir große Bänder haben, die Energie sowohl in den Norden als auch in den Süden transportieren. Ja, weitere Informationen zu den geografischen Besonderheiten der Antarktis. Ich selbst war noch nie da, leider. Aber ich würde gerne einmal dahin. Und es gibt sehr viele Forschungsstationen auch in der Antarktis. Hier gibt es zum Beispiel Vostok, wo der berühmte Eiskern auch herkommt. Das ist die russische Forschungsstation. Es gibt hier oben diese roten Punkte. Sind alles Forschungsstationen. Die befinden sich alle sehr, wie man sieht, weiter an den Rändern bis auf Vostok, weil die natürlich einfacher zu versorgen sind mit Schiffen oder mit Flugzeugen. Ja, wieder die Teilung in Ost- und Westantarktis. Hier sieht man schon hier in den Randgebieten. Da gibt es so einzelne Gebirge. Aber insbesondere dieser Eispanzer, der mehrere tausend Meter hoch sein kann, bewirkt, dass die Antarktis sehr hoch gelegen ist. Hier sieht man auch
die Schelf, die Schelf, Rosseischelf sind vielleicht einige bekannt, oder Ronne-Eischelf, die sind ja Namen, die auch immer in den Nachrichten teilweise ja, in den Nachrichten berichtet wird. Noch ein interessantes Bild, welches die Vereisungsgeschichte kurz darstellt in der Antarktis. Wir wissen ja, dass auch in der Nordhemisphäre ein Eispanzer hier im Pleistozän, also in der letzten letzten Eiszeit dort vorlag. In der Antarktis gab es dies auch. Hier aber als Beispiel gezeigt, today, so sieht es zurzeit aus. Also dieses stark überhöht. Hier sind die Gebirge, die hier rausgucken. Und dieser riesige Eispanzer, der eben auf diesem Grundgesteinsockel drauf liegt, der mehrere tausend Meter hoch sein kann. Und im Vergleich dazu, während des letzten glazialen Maximums, 20.000 Jahre, sieht man, dass hier zwar mehr Vereisung stattgefunden hat, aber der Unterschied zu diesem großen Eispanzer ist sehr gering. Und der Unterschied ist eben, dass wir in der Arktis auch eine großflächige Vereisung hatten, die aber natürlich inzwischen nicht mehr vorhanden ist. Deshalb ja, möchte ich dieses Bild noch einmal zeigen. Also der Unterschied zwischen heute und dem letzten glazialen Maximum ist nicht so hoch in der Antarktis. Hier auch nochmal auf die Fläche gezeigt, die Vereisungsgrenzen der Antarktis. Also dies zeigt nochmal den heutigen Verlauf, den Ist-Zustand ungefähr im Vergleich mit dem Inlandeis. Hier ganz weiß, dann gibt es das Meereis und das Meereis im Sommer und das Meereis im Winter. Hier mit den unterschiedlichen Ausdehnungen. Und im Vergleich dazu vor 18.000 Jahren die Vereisung der Antarktis. Und auch hier sieht man, dass die flächige Vereisung der Antarktis in der Zeit ungefähr dem heutigen übereinstimmt, während natürlich die Meereisausdehnung sehr viel größer war. Dies ist ein kurzer Ausblick zu Gletscher, zu der Vereisungsgeschichte der Antarktis. Wie gesagt, die Antarktis ist hauptsächlich durch Eis geprägt, aber es gibt tatsächlich Ice-Free Areas, also Gegenden, wo es nicht diesen Eispanzer gibt. Die sind auch sehr interessante Forschungsobjekte und die haben aber nur ungefähr 0,4% der gesamten kontinentalen Fläche der Antarktis. Und wo sind die? Das sind diese transantarktischen Gebirge hier, teilweise ja hier auch so wahrscheinlich auch so genannten Nunatakas, die aus dem Eispanzer herausgucken. Und flächenhaft sind sie sehr, sehr, sehr gering in der Antarktis. Ich möchte aber auch noch mal ein Bild zeigen zu diesen eisfreien Gebieten. Das sind sozusagen wie Oasen, wird es auch beschrieben, oder Deserts besser. Deserts, weil natürlich die Niederschläge sehr gering sind. Es wird oft hier auch Marsforschung gemacht, weil die Analogie zu Mars bestehen. Also extreme Bedingungen, sehr große Temperaturschwankungen, kaum Feuchte etc. Deshalb wird vor allen Dingen auch diese Marsforschung in diesen sogenannten Dry Valleys betrieben. Dies ist ja ein Beispiel, wie es dort aussehen kann, aber eben nur für einen sehr geringen Teil einen flächenhaften Teil in der Antarktis. Und noch eine Aufnahme von dem East Antarctic Ice Sheet, die ja schön einfach die flächenhafte Ausdehnung dieser riesigen Eismassen zeigt. Also zusammenfassend möchte ich noch einmal kurz auf die Zonierung der Arktis und Antarktis eingehen. Es gibt Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch Unterschiede. Und die Gemeinsamkeiten sind, dass wir sehr geringe Temperaturen haben, wobei die Antarktis natürlich sehr viel kälter ist noch als die Arktis. Wir haben sehr wenig Niederschlag und sehr geringe Evaporation oder Evapotranspiration, weil wir auch kaum wenig Pflanzen haben. Dann gibt es dort eine negative Energiebilanz. Es gibt diesen Polar Day and Night, wenn wir uns abseits dieser 66 Grad befinden. Wir haben sehr starke saisonale Schwankungen, also zum Beispiel Schwankungen in Solarstrahlung oder in Temperaturen. Und die Klimaklassifikation zu Köppen erfolgt als E. Das sind die Tundra- und Frostclimates. Es gibt aber sehr große Unterschiede in den
zum Beispiel in der, wie diese 10-Grad-Grenze verläuft in der Arktis und in der Antarktis, aufgrund zum Beispiel dieser vorhandenen Meeresströmungen in der Arktis, die es nicht in der Antarktis gibt, wo wir diesen zirkumarktischen Ringstrom haben.